geht um Leben oder Tod. Die Welt wird untergehen, das zumindest glauben immer mehr Menschen, vor allem in den USA. Naturkatastrophe, Terroranschlag oder ein nuklearer Unfall. Was genau passieren wird, das wissen sie nicht. Aber sie wissen, jeder wird auf sich selbst gestellt sein. Nur wer vorbereitet ist, wird überleben. Die Regierung, die kümmert sich um nichts. Für sich selbst haben die Schutzbunker Waffen und Essensvorräte. Wenn die das haben, will ich das auch. Ich glaube eigentlich nicht an irgendwelche Weltuntergangsszenarien. Aber man kann ja nie wissen. Überlebenstraining für den Ernstfall, das ist meine Mission. Mallory und ihr Vater Paul Seyfried werden mich trainieren. Sie geben Kurse im Überlebenskampf. Wenn die Welt untergeht, erklären sie mir, würde es zu einem Krieg kommen, um Lebensmittel und Wohnraum. Da müsse man sich mit Waffen verteidigen. Wir Amerikaner, wir sind so. Wir waren schon immer Einzelkämpfer. Du musst dich um dich selbst kümmern. Die Regierung wird dir nicht helfen. Wir glauben an die Kraft des Individuen. Ich soll also erstmal schießen lernen. Bis jetzt habe ich noch nie eine Waffe in die Hand genommen, aus Prinzip. Und jetzt soll ich direkt auf die Organe zielen. Der Gegner müsse ausgeschaltet werden, erklärt mir Paul. Ins Bein schießen ist hier leider keine Option, man muss direkt. Für meine moralischen Bedenken hat hier aber keiner Verständnis. Mallory hat mit 8 Jahren schießen gelernt. Mindestens 2 Waffen trägt sie immer bei sich. Dass ich keine habe, findet sie einfach nur dumm. Ich habe getroffen. Irgendwo in den Bauch wahrscheinlich, aber auf einmal höre ich auf, mir darüber Gedanken zu machen. Paul scheint zufrieden. Eine Waffe, erklärt er mir, sei wie der beste Freund. Es dauert ein bisschen, bis man ihn gefunden hat, aber dann kann man sich blind auf ihn verlassen. Au! Da kommt schon wieder der Nächste. Und irgendwie scheine ich jetzt dazu zu gehören. Jay, der Nachbar jedenfalls, bringt mir sein Sturmgewehr mit Schalldämpfer. Das habe weniger Rückstoß. Und Mallory erklärt mir, eine Waffe muss immer auch ein bisschen zum Outfit passen. Oh Gott, ich dachte, ich wäre durch damit. Klassisch schwarz, die kann man zu allem tragen. Irgendwann tut mir dann doch mein Arm weh. Aber Mallory und Paul sind sich einig, zurück zu Hause soll ich unbedingt weiter trainieren. Die Apokalypse könne schließlich auch Deutschland treffen. Die Angst vor der Apokalypse ist so amerikanisch wie ein Hotdog, sagt der Soziologe J.W. Nelson. Dabei mischen sich pseudo-religiöse Endzeit-Szenarien wie der Weltuntergang 2012 mit der Angst vor realen Katastrophen, zum Beispiel Terrorangriffen. Und das Gefühl von Unsicherheit wächst. Amerika verliere die militärische und wirtschaftliche Stärke, sich zu verteidigen, glauben viele. Das Vertrauen in den Staat hat den tiefsten Stand seit 1958 erreicht. Jeder dritte US-Amerikaner denkt laut Umfragen regelmäßig über das Ende der Welt nach. Emergency Essentials heißt dieser Laden. Es ist sowas wie der Gourmet-Tempel für Apokalyptiker. Mexikanisch, italienisch, asiatisch, Beef Stroganoff oder Penne alla Rabiata. Soße mit Meatballs. Das hört sich doch nicht schlecht an, oder? Nichts, was es hier nicht gibt und alles bis zu 40 Jahre haltbar. Wärst du am Verhungern, würde es dir bestimmt schmecken. Paul lässt mich die Vorräte zusammenstellen. Bei einer Nuklearkatastrophe, sagt er, würde ein Krieg ums Essen ausbrechen. Für ein paar Monate soll ich in jedem Fall gerüstet sein. Aber die Regale sind fast leer. Also hier waren eigentlich die Vorräte für ein Jahr Überlebenspakete. Sie sind ausverkauft. Seit Fukushima hätte es einen Riesenansturm auf die Jahrespakete gegeben, erklärt mir die Verkäuferin. Also muss ich mich mit Wochenrationen rechnen. Okay, dieser Monat kostet mich über $1,000. Das $1,000 for a month, it's a lot. Das Gute ist, wenn du diese Vorräte zu Hause hast, musst du dir keine Gedanken mehr machen, was auch immer kommen wird. Auch der Weltuntergang 2012 ist dann kein Thema mehr. Zu teuer finde ich 2012 hin oder her. Die Pakete bleiben hier. Dezember 2012, das Ende des Maya-Kalenders, das ist nur der berühmteste Termin für den Weltuntergang.
Zuletzt hatte ein amerikanischer Prediger ihn für Mai vorhergesagt, aber er blieb aus und wurde auf Oktober verschoben. Seit der Antike gab es hunderte solcher Prophezeiungen, meist begleitet von mythischen Voraussagen. Himmel und Erde würden erschüttert, Mond und Sterne ihre Bahnen verlassen. In den aktuellen politischen Entwicklungen, der Wirtschaftskrise, den Kriegen und den Naturkatastrophen sehen viele die Prophezeiungen erfüllt. Sie seien die Vorboten für die große Apokalypse, ein Atomkrieg mit Nordkorea oder Iran. Paul hat vorgesorgt, etwa 2 Autostunden von Salt Lake City hat er sich einen Bunker gebaut. Wo genau sollen wir nicht verraten. Er hat Angst, dass im Katastrophenfall Tausende hier ankämen, um Schutz zu suchen. Seit 21 Jahren verkauft Paul seine Familienbunker, etwa $80.000 pro Stück. So viel wie in diesem Jahr, erzählt er, hatte er noch nie zu tun. 6 Meter tief geht es unter die Erde. Hier, sagt Paul, werden er und seine Familie überleben, wenn oben die Welt untergeht. Allein die Essensvorräte reichen für 7 Jahre. Zahnbürsten werden die neue Währung sein. Die anderen werden keine mehr bekommen und ich dann? Ha, ich hab eine. Gasmasken, Geigerzähler und allein Munition im Wert von $50.000. Sich vorbereiten, das mag Paul für typisch amerikanisch halten. Ich finde es befremdlich. Überall hier unten spürt man diese seltsame Angst vor einer ungewissen Bedrohung. Und trotzdem, wirklich ungemütlich ist das nicht. Mit Pauls elektrischer Kerze finde ich es sogar fast ein bisschen romantisch. Den eigenen Bunker, Lebensmittelpakete und jede Menge Rat und Hilfe, all das bekommt man im Internet. Tausende Seiten machen hier ein gutes Geschäft mit der Angst. Selbst die amerikanischen Gesundheitsbehörden haben Verhaltensregeln veröffentlicht für den Fall eines Weltuntergangs, bei dem Zombies auftauchen. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie den Weltuntergang überleben, auch auf unserer Internetseite finden Sie alles, was Sie wirklich wissen müssen. Inklusive einem Überlebensplan, persönlich erstellt von unserem Experten Paul. Am Ende des Tages ist mir vor allem eines klar. Ich finde, der Bunker ist gemütlich und eignet sich perfekt zum Campen. Die Angst vor dem Weltuntergang aber bleibt mir fremd. Und ein Gefühl konnte mir hier ohnehin keiner nehmen. Will ich wirklich überleben? Wenn die Welt untergeht, erklären sie mir, würde es zu einem Krieg kommen, um Lebensmittel und Wohnraum. Da müsse man sich mit Waffen verteidigen. Wir Amerikaner, wir sind so. Wir waren schon immer Einzelkämpfer. Du musst dich um dich selbst kümmern. Die Regierung wird dir nicht helfen. Ich soll also erstmal schießen lernen. Bis jetzt habe ich noch nie eine Waffe in die Hand genommen, aus Prinzip. Und jetzt soll ich direkt auf die Organe zielen. Der Gegner müsse ausgeschaltet werden, erklärt mir Paul. Ins Bein schießen ist hier leider keine Option, man muss direkt. Für meine moralischen Bedenken hat hier aber keiner Verständnis. Mallory hat mit 8 Jahren schießen gelernt. Mindestens 2 Waffen trägt sie immer bei sich. Dass ich keine habe, findet sie einfach nur dumm. Ich habe getroffen. Irgendwo in den Bauch wahrscheinlich, aber auf einmal höre ich auf, mir darüber Gedanken zu machen. Paul scheint zufrieden. Eine Waffe, erklärt er mir, sei wie der beste Freund. Es dauert ein bisschen, bis man ihn gefunden hat, aber dann kann man sich blind auf ihn verlassen. Au! Da kommt schon wieder der Nächste. Und irgendwie scheine ich jetzt dazu zu gehören. Jay, der Nachbar jedenfalls, bringt mir sein Sturmgewehr mit Schalldämpfer. Das habe weniger Rückstoß. Und Mallory erklärt mir, eine Waffe muss immer auch ein bisschen zum Outfit passen. Oh Gott, ich dachte, ich wäre durch damit. Klassisch schwarz, die kann man zu allem tragen. Irgendwann tut mir dann doch mein Arm weh. Aber Mallory und Paul sind sich einig, zurück zu Hause soll ich unbedingt weiter trainieren. Die Apokalypse könne schließlich auch Deutschland treffen. Die Angst vor der Apokalypse ist so amerikanisch wie ein Hotdog, sagt der Soziologe J.W. Nelson. Dabei mischen sich pseudoreligiöse Endzeit-Szenarien wie der Weltuntergang 2012 mit der Angst vor realen Katastrophen, zum Beispiel Terrorangriffen. Und das Gefühl von Unsicherheit wächst. Amerika verliere die militärische und wirtschaftliche Stärke, sich zu verteidigen, glauben viele. Das Vertrauen in den Staat hat den tiefsten Stand seit 1958 erreicht. Jeder 3. US-Amerikaner denkt laut Umfragen regelmäßig über das Ende der Welt nach.
Emergency Essentials heißt dieser Laden. Es ist sowas wie der Gourmet-Tempel für Apokalyptiker. Mexikanisch, italienisch, asiatisch, Beef Stroganoff oder Penne alla Rabiata. Soße mit Meatballs. Das hört sich doch nicht schlecht an, oder? Nichts, was es hier nicht gibt und alles bis zu 40 Jahre haltbar. Wärst du am Verhungern, würde es dir bestimmt schmecken. Der Staat hat den tiefsten Stand seit 1958 erreicht. Jeder dritte US-Amerikaner denkt laut Umfragen regelmäßig über das Ende der Welt nach. Emergency Essentials heißt dieser Laden. Es ist sowas wie der Gourmet-Tempel für Apokalyptiker. Mexikanisch, italienisch, asiatisch, Beef Stroganoff oder Penne alla Rabiata. Soße mit Meatballs. Das hört sich doch nicht schlecht an, oder? Nichts, was es hier nicht gibt und alles bis zu 40 Jahre haltbar. Wärst du am Verhungern, würde es dir bestimmt schmecken. Paul lässt mich die Vorräte zusammenstellen. Bei einer Nuklearkatastrophe, sagt er, würde ein Krieg ums Essen ausbrechen. Für ein paar Monate soll ich in jedem Fall gerüstet sein. Aber die Regale sind fast leer. Also hier waren eigentlich die Vorräte für ein Jahr Überlebenspakete. Sie sind ausverkauft. Seit Fukushima hätte es einen Riesenansturm auf die Jahrespakete gegeben, erklärt mir die Verkäuferin. Also muss ich mich mit Wochenrationen rechnen. Dieser Monat kostet mich über $1,000. Das $1,000 for a month, it's a lot. Das Gute ist, wenn du diese Vorräte zu Hause hast, musst du dir keine Gedanken mehr machen, was auch immer kommen wird. Auch der Weltuntergang 2012 ist dann kein Thema mehr. Zu teuer finde ich 2012 hin oder her. Die Pakete bleiben hier. Dezember 2012, das Ende des Maya-Kalenders, das ist nur der berühmteste Termin für den Weltuntergang. Zuletzt hatte ein amerikanischer Prediger ihn für Mai vorhergesagt, aber er blieb aus und wurde auf Oktober verschoben. Seit der Antike gab es hunderte solcher Prophezeiungen, meist begleitet von mythischen Voraussagen. Himmel und Erde würden erschüttert, Mond und Sterne ihre Bahnen verlassen. In den aktuellen politischen Entwicklungen, der Wirtschaftskrise, den Kriegen und den Naturkatastrophen sehen viele die Prophezeiungen erfüllt. Sie seien die Vorboten für die große Apokalypse. Ein Atomkrieg mit Nordkorea oder Iran. Paul hat vorgesorgt. Etwa 2 Autostunden von Salt Lake City hat er sich einen Bunker gebaut. Wo genau sollen wir nicht verraten. Er hat Angst, dass im Katastrophenfall Tausende hier ankämen, um Schutz zu suchen. Seit 21 Jahren verkauft Paul seine Familienbunker. Etwa $80,000 pro Stück. So viel wie in diesem Jahr, erzählt er, hatte er noch nie zu tun. 6 Meter tief geht es unter die Erde. Hier, sagt Paul, werden er und seine Familie überleben, wenn oben die Welt untergeht. Allein die Essensvorräte reichen für 7 Jahre. Zahnbürsten werden die neue Währung sein. Die anderen werden